Freunde der Sonne, es ist Mittwoch, Primetime, Jansky. Es ist Zeit für Jansky. Ich sehe schon wieder Krodonas und Malinowski. Das kann was werden. Zu diesem Video. In der heutigen Folge versucht Marco in die Box zu fahren. Bletten ist mal wieder... Okay. ...gebrochen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, wirklich. Und Gumball schreit mal wieder rum. Nein, du musst raus! Old Gumball is back? Alrighty. Ach, jetzt steht sogar da, wo... Ach, Jansky, geht mit Feedback gut um. Fantastisch. Let's go. Das ist aber ganz schön leise, oder? Wir können noch mal ein bisschen lauter machen. Pass auf, da sind schon welche tot. Pass auf, Achtung. Stau. Ja. Ne, ich muss nicht bremsen. Alter, ich zieh voll durch. Ich mach Kevin Estre. Ich schaff das. Bis dahin gar kein Problem. Ich fahr einfach volle Krawatte durch. Ich kenne nix. All good in the neighborhood. Wow. Er ist einfach rückwärts gefahren. Er hat ja, rückwärts reingemacht. Junge, guck in den Rückspiegel. Ich bin tot. Yo, da fliegt Nitro. Ich hab 4 Minuten auch. Damage. Ich hab hier Shiro und Gamba gesehen. Oh. Ich hab kurz gesehen, als er rausgefahren ist. Dicker Grunewald. Was ist er für einer? Grunewald schießt. Okay. Spar, auf Spar ist Verlass. Lecomp hat's gehört. Rote in Lecomp. Ja, ich bin genau durch die Mitte. Ach, ja, Scheiße. Er fährt. Ey, Schmidthofer, Alter. Nein. Yo! Nix gut. Ja, das ist grad. Ich hab eingestellt. Teamwork und abschießen. Und rein da. Oh, yo, Alter! Was ist das? Nein, du musst raus! Das ist übrigens so eine Compilation. Warum sollte man keinen Spar fahren? Auch wenn es Big Red ist. Hier sehen wir sehr gute Beispiele, warum man keinen Spar fahren sollte. Digga, Gumball, du bist so ein Fisch. Du bist der Fisch. Ich komm nicht rum, ich musste extra runterfahren. Du Stück Hund, du Stück Käse, Alter. Was kann... Digga, du rammst mich in Marco rein, damit ich doof aussehe. Und dann ziehst du vor mich. Du machst doch die ganze Zeit am Moving an der Breaking, du Vogel. Digga, Gumball, wirklich, du bist so ein Vogel. Moment, wir gehen in die Analyse. Wir gehen in die Analyse rein. Teamwork und abschießen. Und rein da. Oh, yo, ich bin Alter. Pass auf. Digga, Scumball. Nein, du musst raus. Wo waren da Moving Under Breaking? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das vielleicht noch von vor? Wahrscheinlich Stück von vorher. Du Käse, Alter. Was kann... Digga, du rammst mich in Marco rein, damit ich doof aussehe. Das war von und dann vorher. Ziehst du vor mich. Okay, du machst doch die ganze Zeit am Moving Under Breaking, du Vogel. Digga, Gumball, wirklich, du bist so ein Vogel. Du bist der Vogel. Oh. Na, jetzt kommt der Ferrari-Challenge wieder. Gok? Vogel? Oh! Ja, ich bin tot. Komplett tot. Ich meine, oh nein! Ja, ich bin komplett tot. Oh nein, du hab ich's! Nee, ich komm nicht mehr in die Box, glaube ich. Aua! Lass dich schnell DSQ, perfekt. Ja, ich glaube, das ist jetzt wo ein Problem. Denn? Wo, Mavix? Nee. Ich komm nicht mehr zurück zur Box, warte mal. Warte mal. Wir machen 500 IQ-Move. Warte mal, ich muss rückwärts in die Box. Warte mal, kann ich jetzt so rein? Nee, ich komm nicht mehr rein. Was machen wir jetzt hier? Scheiße, Mann! Ah, perfekt, ich hab DT. Kannst du eben in die Box von mich gerade schieben oder so? Also, du musst auch ab. Yo! Scheiße. Fahr rückwärts. Fahr mal. Ja, fahr. Ja. Wir müssen beide aber fahren. Dann bleiben wir beide stecken. Ah, ich hab fast Hand gebrochen, aua. Warte. Fahren wir jetzt hier rein. Ja, das ist gut. Ja, sehr gut. Ja, ich hab 5 Minuten Schaden. Ja, aber kommst du jetzt in die Box? Wenn dein Rennen daraus besteht, in die Boxengasse zu kommen.
da vorne ist meine Box. Das Problem ist, ich bin jetzt komplett... Ja. Ich hab den... Oh, da wurde aber einfach mal kurz der Elvinko gemacht. Huri. Das Kuh bekommen. Ich meine, man gewöhnt sich halt voll dran. Ja. Und am Anfang habe ich gesagt, beim Grid die Shift... Er war neben mir, Leute. Habt ihr das gesehen? Er war halt neben... so weich... Okay, ich bin gespannt, was Blätten dazu zu sagen hat. Yellow flag ahead, be careful. There's a slow car ahead. Ja. Alter Verwalter! Das ist super gemacht. Und er hält auch gar nicht die Bremse, juckt ihn gar nicht. Car on the right. Oh! Ach, du bist doch so ein Holzkopf. Wie kann man denn... Es gibt mir einfach maximale Kraft. Es gibt mir einfach maximale Kraft. Nee, gelbe Flagge ist halt auch einfach optional, bitte. Nein, es ist... Nee, ist optional. Denn so blöd sein. Wirklich, wie kann man denn so wenig Hirn haben? Also das ist ja komplett geisteskrank. Bruder. Blätten, du hast dein eigenes Video gekriegt vor kurzem. Ich stehe auf einer Geraden, wo... Boah. Wie kann man sich selber in 45 Sekunden komplett selber zerlegen? Blätten, holt mal Bier, ich mach's in 30 Sekunden. Wie kann man denn so blöd sein? Oh, der Nissan. Der Nissan! Oi, ja, genau. Oh, Marco. Nein! Aua, au. Oh. Aua. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich bin nur... Was war denn das? Oh mein Gott, da kommt einer. Oh, Digga. Was zur Hölle? Jo. Alter Verwalter! Und dann bleibt er einfach vorne, na klar, Bruder! Ich bin halt wirklich in Tabletten, ne? Hä? Ich bin halt wirklich in Tabletten. Ach, scheiß auf diesen Ford, Alter, so eine Karre, ich kann. Nee. Gumball ist wieder back. Schon leichte Verteidigungsmoves hier von Whitehead, bleibt dann auch relativ weit innen. Das heißt, oben kann der Schwung vielleicht mitnehmen, dann sich auf die rechte, linke Seite setzen. Mal gucken, wo er vielleicht Platz bekommt. Also, wenn er die Möglichkeit sieht, wird er sich vorbei bremsen wollen. Jetzt muss er, kann er die Nase reinhalten. Whitehead kann das wahrscheinlich noch verteidigen. Mal sehen, Huben jetzt hier ein bisschen mehr Schwung. Wir sehen den besseren Exit vom Aston Martin gegenüber dem Porsche. Das heißt schon was. Da wird sehr, sehr eng. Jetzt muss er ein bisschen Whitehead Platz lassen. Allerdings kommt gleich Gras, dann darf er ihn nicht verhungern lassen. Ja, Side by Side geht jetzt rein. Das könnte einen Führungswechsel geben. Whitehead bleibt auf der Außenseite. Jetzt immer links, rechts abwechselnd. Mina direkt dahinter. Hofft natürlich auch, dass er profitiert. Mühne kommt da auf der Innenseite jetzt noch. Kann sich da neben den 255 Competition Ford Mustang setzen. Und Whitehead kämpft da mit seinem Porsche um die erste Position. Das sieht ja aus wie in der Formation Lab. Aber Whitehead kann sich tatsächlich erstmal behaupten. Ganz, ganz stark gemacht. Okay, das ist wirklich geil. Jetzt geht's hier wieder auf die Außenseite für Huben. Das könnte vielleicht reichen, wenn er daneben bleibt für die letzte Kurve. Da kriegt er den Platz Innenseite, muss ich jetzt hier ganz, ganz innen halten. Oh, das wird's jetzt sein. Jetzt okay. Geht Huben hier vorbei auf Position 1. Reicht das? Tatsächlich reicht das. Oh Junge, das lief erstaunlich gut, Leute. Also ich glaube, ich brauche Nils und Tobi immer, ja, wenn Pro Series ist. Hallo, Stream. Morgen. Wie kann ich durch dein MFDs switchen? Oh, es gab vor Ort ein Rennen.
Okay, das war wirklich stark jetzt. Ich habe mit was anderem gerechnet nach dem Thumbnail, aber das war wirklich sehr schön. Rot, links, der Rote. Da ist es inverted, oder was? Wir sollten es fahren, übrigens, Nils. Achso, wir brauchen eine Wette. Wer kann eine Wette machen? Kann ich eine Wette machen? Oh, ich werde teleportiert. Oh. Oh. Nope. Sag doch was. Was hat er denn überhaupt gemacht? Ich habe im MFD rumgeklickt. Ja. Boah, wie die Karre einlenkt. Boah, das Auto. Guck mal. Abartig. So, jetzt vollen Fokus hier, sonst wird das gar nichts. Ach, scheiße. Ich weiß, was. Das Ding ist nicht. Alles gut. Alles gut gegangen. Nichts passiert. Ah, super. Digga, nein. Oh, yo! Was geht denn hier bei den Dingern? Digga, nein. Ach, Mann. Alles gut, alles gut. Funktioniert alles, Jungs. Alter, Verwalter. Ja, ich würde sagen... Leider nicht schlecht. Road to Pro Series, du. Okay, finde ich schon schade. Alles super. Bin schon mit mehr rumgefahren. Ich habe Angst. Bin schon mit mehr rumgefahren. Let's go, Sascha, let's go! Oh, der Sprung hätte für beide gereicht. Ich war off-track. Ich weiß nicht, ob ich... Alles ist so legal. Baggerspaß, aber auch wirklich einfach eine absolute Katastrophenstrecke. Oh, der Macker. Oh, Bagger. Oh, jetzt gibt's wieder einen auf den Deckel. Nein. Bam. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Und das Rennen vorbei. Ja. Ach, du Scheiße, Junge. Was kommt jetzt? So möchte ich Tier 1 fahren. Nein! So möchte ich nicht Tier 1 fahren. Mach mal, Leute. So möchte ich Tier 1 fahren. Nein, so möchte ich doch nicht Tier 1 fahren. Junge, aber Kia Lami, da sind aber auch wirklich... Da sind Bomben dabei. Alter Verwalter. Ist Blätten eigentlich gerade aktuell ein bisschen im Stress? Kann das sein, dass Blätten gerade so ein bisschen im Stress ist? Seit so ein, zwei Dingern reagiert Blätten immer so doll. Also so... Wie soll ich sagen? So unreflektiert? Ich glaube, das ist das richtige Wort. Da waren jetzt schon so ein, zwei Sachen dabei. Nicht, dass er wirklich irgendwie so doll im Stress ist, dass er sich kurz dann nicht beherrschen kann.